Auszüge aus den Gesetzen Allahs. Alles Lob gebührt Allah, der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, und sag, tut, was ihr wollt, Allah wird es dann sehen, er und sein Gesandter und die Gläubigen. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Der ehrwürdige Koran enthält eine eigene Sura namens Das Eisens, die in einem ihrer Verse folgende zwei Tatsachen betont. Erstens, dass Eisen auf die Erde herabgesandt wurde, sprich himmlischen außerirdisch Ursprungs ist und das Eisen starke Gewalt und Nutzen für die Menschen enthält. Dieser Koranvers lautet, und wir haben das Eisen herabkommen lassen, in ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen. Wir wissen, dass Eisen das häufigste Element in der Gesamtzusammensetzung der Erde, der Gesamtmasse und das vierthäufigste Element in der Erdkruste ist. Diese Beobachtung hat zur logischen Schlussfolgerung geführt, dass der Großteil des Eisens der Erde unter der Erdkruste versteckt sein muss, sowohl im Kern als auch im Erdmantel. Wenn dies der Fall sein sollte, wie kann dieses Element dann, wie im oben genannten Koranvers erwähnt, auf die Erde herabgesandt worden sein? Und wie konnte es durch die Außenkruste der Erde in die inneren Mantel- und Kernzonen verdrängen? Um diese Fragen zu beantworten, muss die Erde als Teil des gesamten Kosmos betrachtet werden, von dem sie abgesondert wurde und nicht lediglich als isolierte Entität. In diesem Zusammenhang haben neueste kosmologische Entdeckungen folgenden bewiesen. Wasserstoff, das einfachste und leichteste uns bekannte Element, ist mit Abstand das am häufigsten vorkommende Element im beobachteten Universum. Nachdem im Universum vorherrschenden Wasserstoff stellt Heilton das zweite Element im Periodensystem der Elemente, das am zweithäufigsten vorkommende Element dar. Es ist 10-mal seltener als Wasserstoff. Diese zwei Leichtkerne Wasserstoff und Helium bilden den größten Prozentsatz des beobachteten Universums, während schwere Elemente lediglich durch Sporen repräsentiert werden, die 1-2% ihrer Gesamtmasse nicht überschreiten und in bestimmten Himmelskörpern lokal konzentriert sind. Diese grundlegenden Entdeckungen haben zu dem wichtigsten Schluss geführt, dass Wasserstoffkerne die grundlegenden Bausteine sind, aus denen alle anderen Elemente erzeugt wurden und momentan im Prozess der Kernfusion erzeugen werden. Dieser Prozess, also die Nukleosynthese von Elementen durch Kernfusion, ist selbst erhaltend. Äußerst exothern, das heißt, er setzt übermäßig große Mengen an Energie frei. Und der Ursprung der sehr heißen und glühenden Beschaffenheit aller Sterne. Die Kernfusion in unserer Sonne erzeugt hauptsächlich Helium und eine sehr begrenzte Menge an geringfügig schweren Elementen. Der Prozentsatz von Eisen in der Sonne wird auf ungefähr 0,0037% geschätzt. Mit dem Wissen, dass die Erde sowie alle anderen Planeten und Satelliten in unserem Sonnensystem eigentlich von der Sonne abgetrennt wurden, die kein Eisen erzeugt, kam eine weitere Frage auf. Woher stammt die gewaltige Menge Eisen auf unserer Erde? Eine Sekunde nach dem Urknall bewegte sich
die Temperatur des frühen Universums, schätzungsweise im Bereich von 10 Milliarden Celsius. Unsere Sonne ist ein anspruchsloser Stern mit einer Oberflächentemperatur von 6000 Celsius und einer Innenkerntemperatur von 15 Millionen Celsius. Derartige Werte liegen weit unter den berechneten Temperaturwerten, die für die Erzeugung von Eisen durch den Prozess der Kernfusion benötigt werden. Dementsprechend wurde nach anderen wesentlich heißeren Quellen als die Sonne als mögliche Anlagen für die Erzeugung von Eisen im beobachteten Universum gesucht. Eine mögliche Quelle übermäßiger Hitze war die Urknallexplosion der Anfangssingularität, aus der unser Universum entstand. Allerdings weisen fast alle Spekulationen über dieses Ereignis darauf hin, dass sich kurz nach dem Urknall die Materie in einem derart rudimentären Zustand befand, dass lediglich Wasserstoff und Helium mit möglichen Spuren von Lithium erzeugt worden sein konnten. Nochmals, wenn jegliche Spuren von Eisen in dieser Phase erzeugt worden wären, dann wäre das Eisen gleichermaßen im beobachteten Universum verteilt, was nicht der Fall ist. Es wurde berechnet, dass sich eine Sekunde nach dem Urknall die Temperatur des empfänglichen Universums im Bereich von 10 Millionen Grad Celsius bewegte. Es ist visualisiert, dass das empfängliche Universum in dieser Phase die Form einer stetig expandierten großen Rauchwolke hatte, die hauptsächlich aus einfachen Materie- und Energiearten wie Neutronen, Protonen, Elektronen, Photonen und Neutrinos bestand. Andere prognostizierten, dass Strahlung in Form von Photonen aus dieser sehr heißen empfänglichen Phase des Universums um das beobachtete Universum herum immer noch vorhanden ist und die Erde aus allen Richtungen mit gleicher Stärke erreicht. Diese Prognose wurde später von Penzias und Wilson durch deren Entdeckungen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, die aus allen Richtungen im beobachteten Universum mit gleicher Intensität einher mit einer Resttemperatur kommt, die auf lediglich wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt reduziert ist, als wahr belegt. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Geschwister im Islam. Eines Tages kam der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, an einigen seiner Gefährten vorbei und fragte sie, was hat euch veranlasst, euch so zu setzen? Sie sagten, wir sitzen zusammen, um Allah zu gedenken und ihm zu lobpreisen, dass er uns zum Islam geleitet hat. Er möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, fragte sie, bei Allah, dass ihr nur deswegen zusammensetzt. Sie erwiderten, bei Allah, nichts außer diesem Grund ließ uns zusammensetzen. Da sagte er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken. Wahrhaftig, ich ließ euch schwören, nicht weil ich euch verdächtige, sondern weil Gabriel zu mir kam und mich informierte, dass Allah gegenüber den Engeln auf euch stolz ist. Der Prophet Allah segne und schenke ihm Wohlergehen sagte, Allah, der Segensreiche und Erhabene, hat Engel, die keine andere Aufgabe haben, außer auf den Straßen umherzugehen
um denjenigen nachzuspüren, die sich versammelten, um Allahs zu gedenken. Wenn sie nun eine Versammlung findet, wenn sie nun eine Versammlung finden, in der Leute Allahs gedenken, sitzen sie mit ihnen. Die Engel umschirmen sie mit ihren Flügeln, bis sie den Raum zwischen ihnen und dem unteren Himmel füllen. Wenn sie sich zerstreuen, steigen die Engel in den Himmel auf. Sie sind die Leute, deren Gesprächspartner nicht unglücklich werden. Gedenken Allahs bedeutet, dass was die Zunge und das Herz an Lobpreisen Allahs des Erhabenen sprechen und ihm die Eigenschaften der Vollkommenheit und der Schönheit zuzuschreiben. Allah der Erhabene erklärt, dass dieses Gedenken viele Vorzüge hat. Dadurch werden die Seelen heiter und finden die Herzen Ruhe. Der Erhabene sagt, diejenigen, die den Glauben verinnerlichen und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden, finden denn nicht im Gedenken Allahs die Herzen Ruhe? Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte, Allah, der Allmächtige und Majestätische, sagte, ich erfülle die guten Erwartungen, die mein Anbetendienender in sich über mich hat, und ich bin mit ihnen. Wenn er meiner gedenkt, wenn er in seinem Herzen meiner gedenkt, dann gedenke ich auch seiner bei mir selbst. Und wenn er meiner in einer Versammlung gedenkt, so gedenke ich auch seiner in einer Versammlung, die besser als jene ist. Möge Allah uns zu Menschen machen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des höllischen Feuers. Und Allah weiß es am besten.